Kapitel 49. Catherine, Norfolk House, Lambeth, Juni 1540. Mal überlegen. Was habe ich? Ich habe die Häuser der Mörder, die der König mir geschenkt hat, und ihre Ländereien. Ich habe den Schmuck, den ich mir durch eine schnelle Umarmung auf der Galerie verdient habe. Ich habe ein halbes Dutzend Kleider, die mein Onkel bezahlt hat, die meisten neu und mit passender Hauben. Ich habe im Haus meiner Großmutter nun eine eigene Schlafkammer und sogar ein eigenes Empfangszimmer und ein paar Ehrenfräulein, aber bislang noch keine Hofdamen. Fast täglich kaufe ich neue Kleider. Viele Händler kommen mit Ballen von Seide, um sie mir zu präsentieren. Die Schneiderinnen stecken die Kleider an mir ab und murmeln mit Nadeln im Mund, dass ich das hübscheste, das herrlichste Mädchen sei, das jemals ein zu enges Mieder geschnürt wurde. Sie knien nieder, um den Saum abzustecken und sagen, dass sie niemals so ein hübsches Mädchen gesehen hätten. Eine wahre Königin unter den jungen Mädchen. Ich liebe das. Wenn ich von nachdenklichen oder ernsten Gemüt wäre, würde ich mir schon über meine arme Herrin der Königin Sorgen machen und mich fragen, was wohl aus ihr wird. Und ich würde mich fragen, wie die Ehe mit einem Manne ist, der schon 3 Ehefrauen begraben hat und vielleicht bald die 4. begräbt. Ein Mann, der alt genug ist, um mein Großvater zu sein und der zudem sehr schlecht riecht. Aber mit solchen Gedanken kann oder will ich mich nicht abgeben. Die andere Ehefrau nahm ihr Schicksal auf sich. Ihr Leben endete nach Gottes und des Königs Willen. Für mich ist das ohne Bedeutung. Genau wie meine Cousine Anne Boleyn. Ich werde einfach nicht an sie denken. Und auch nicht an meinen Onkel, der sie erst auf den Thron brachte und dann aufs Schafott. Sie hat ihre Kleider und ihren Hofstaat und ihren Schmuck gehabt. Sie hat ihre Zeit als junge Frau bei Hofe gehabt, als Liebling ihrer Familie. Und jetzt bin ich dran. Ich werde meine Zeit genießen, ich werde fröhlich sein. Wie Anne hungere ich nach dem aufregenden Leben und dem Reichtum, nach Schmuck und Komplimenten, nach edlen Pferden und Bällen. Ich will ein tolles Leben haben, ich will das Beste von allem und durch Glück und eine Laune des Königs, den Gott erhalten möge, werde ich das Allerbeste bekommen. Ich hatte gehofft, dass ich einen der mächtigen Männer bei Hofe ins Auge stechen würde, der mich alsbald mit seinem Sohn vermählen würde. Dann hätten wir unsere Wege bei Hofe gemacht. Dies war bereits der Gipfel meiner Hoffnungen. Doch nun kommt alles anders und viel besser. Es ist der König selbst, der mich ins Auge gestochen bin. Der König von England begehrt mich zur Frau. Dieser Gott auf Erden. Der Vater seines Volkes. Sein Gesetz und Wort. Dieser Mann begehrt mich. Ich bin von Gottes Stellvertreter auf Erden zur Braut auserkoren worden. Niemand kann sich denen in den Weg stellen. Keine Frau könnte es wagen, ihn zurückzuweisen. Es ist kein gewöhnlicher Mann, der mich begehrt, sondern ein Halbgott. Er will mich, und mein Onkel sagt mir, dass es meine Pflicht und meine Ehre sei, seinen Antrag anzunehmen. Ich werde die Königin von England sein, man stelle sich das vor. Ich werde Königin von England. Dann werden wir sehen, was ich, die kleine Kitty Howard, als mein Eigentum aufzählen kann. Ehrlich gesagt, bin ich hin und her gerissen zwischen Entsetzen und Erregung bei der Vorstellung, seine Gemahlin und Königin zu werden. Die mächtigste Frau von ganz England. Es kitzelt meine Eitelkeit, dass er mich begehrt, und ich passe auf, dass ich nur daran denke und keiner Enttäuschung Raum gebe. Denn er ist, obwohl fast ein Gott, im Grunde doch nur ein alter Mann und überdies ein halb- und impotenter alter Mann. Ein alter Mann, der nicht einmal sein Geschäft in Latrine verrichten kann, und muss ihm etwas vorspielen, wie dem alten Mann, der mich aus Eitelkeit und Wollust begehrte. Wenn er mir gibt, was ich will, dann werde ich ihm meine Gunst schenken. Aufrichtiger kann ich es nicht sagen. Ich könnte fast über mich selbst lachen, dass ich dem mächtigsten Mann der Welt meine kleine Gunst schenke. Aber wenn er sie will und so reich dafür bezahlt, dann bin ich bereit, mich zu verkaufen. Meine Großmama, die Herzogin, lobt mich immer wieder, dass ich sehr, sehr klug sei und der Familie Reichtum und Größe einbringe. Königin zu sein ist ein Triumph, der weit über unsere kühnsten Träume hinausgeht, aber es existiert eine noch kühnere Hoffnung. Wenn ich empfange und einen Sohn das Leben schenke, wird unser Ansehen so hoch steigen wie das des Seymours.
Und wenn der kleine Seymour Prinz Edward sterben sollte, was Gott natürlich Vermögen hüte, dann würde mein Sohn der nächste König von England und wir Hawards wären mit dem König verwandt. Dann wären wir die königliche Familie oder so gut wie jedenfalls die mächtigste Familie Englands und alle müssten wir dafür dankbar sein. Mein Onkel Norfolk müsste sein Knie vor mir beugen und mich für eine Protektion preisen. Bei der bloßen Vorstellung breche ich in Kichern aus und kann vor lauter Entzückung nicht mehr weiter tagträumen. Es tut mir vom Herzen leid für meine Herrin, die Königin Anna. Ich wäre gerne ihre Ehrenjungfer geblieben. Ich hätte gerne miterlebt, wie sie glücklich wird. Aber was nicht sein kann, geschieht auch nicht. Und ich wäre wirklich töricht, wenn ich über mein Geschick klagen würde. Königin Anna ist wie jene armen Männer, die hingerichtet wurden, damit ich ihre Länder rein erhalten konnte. Oder wie die armen Nonnen, die aus ihren Klöstern verjagt wurden, damit wir reicher wurden. Manche Menschen müssen nun mal für unseren Wohlstand leiden. So geht es auf der Welt zu, habe ich gelernt. Und es ist nicht meine Schuld, wenn die Welt für andere so hart ist. Ich hoffe, dass sie eines Tages auch ihr Glück findet. Vielleicht kehrt sie heim zu ihrem Bruder. Nach diesem... Wie hieß das noch? Die Arme. Oder vielleicht heiratete sie den Mann, dem sie versprochen war. Mein Onkel hat gesagt, dass es sehr schlecht war von ihr, nach England zu kommen, wo sie doch wusste, dass sie mit einem anderen verlobt war. Das ist wirklich schockierend und ich bin überrascht, dass sie so etwas getan hat. Sie kam mir mal sehr erzogen vor und ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Ungehöriges getan hat. Wenn mein Onkel von diesem früheren Ehekontakt spricht, dann fällt mir natürlich mein lieber Armer von Chasterham ein. Ich habe unser Gelübde nie erwähnt. Und ich finde auch wirklich, dass es das Beste ist, es vollkommen zu vergessen und so zu tun, als hätte ich es nie gegeben. Es ist nicht immer leicht, in einer Welt voller Verlockungen als junge Frau durchzukommen. Und ich tadle Königin Anna nicht dafür, dass sie zuerst mit einem anderen verlobt war und dann erst den König heiratete. Ich selbst würde das natürlich nicht tun. Aber da Francis Durham und ich nicht richtig verheiratet waren, ja nicht einmal richtig verlobt, zählt es auch nicht. Ich hatte ja nicht mal das richtige Kleid dafür. Es war also keine richtige Hochzeit und auch kein bindliches Verlöbnis. Wir haben nur geträumt wie kleine Kinder und dabei unschuldige Küsse ausgetauscht. Mehr war da eigentlich nicht. Jedenfalls könnte sie schlechter treffen, als nach ihrer Heimkehr ihre erste Liebe zu heiraten. Ich jedenfalls werde Frances immer ein zärtliches Andenken bewahren. Die erste Liebe ist um etwas Schönes, vermutlich schöner als ein sehr alter Ehemann. Ich erst Königin bin, werde ich sehen, ob ich etwas für Frances tun kann.